Hey, Shoto! Grüß dich! Wie geht's dir? Alles gut? Am Mittwochabend? So, mir geht's auch wunderbar. Ich habe irgendwie Lust gehabt, ein bisschen Animal Crossing am Abend nochmal zu zocken. Da dachte ich, gerne kannst du eigentlich auch gleich mal den Stream einschmeißen. Vielleicht kommt ja der eine oder andere vorbei und schaut vorbei. Und siehe da, da ist schon der erste Zuschauer. Ja. Ich habe heute Morgen ein bisschen gebaut hier. Ein paar Wege und so weiter. Oh! Das tut mir leid zu hören. Ja, ich wünsche auf jeden Fall gute Besserung. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Jetzt wird es auch ein bisschen, ja gut, kühler kann man jetzt kaum sagen. Heute war es ja echt warm. Aber vielleicht kommt jetzt wieder wirklich diese Erkältungsphase, sag ich mal. Na, hoffentlich geht es ja dann bald wieder gut. Sogar hier noch ein Fossil zum Abgeben. Das könnte ich machen. Das Fenster wird offen. Natürlich gleich. Danke von Follow, Stormy B. Wie geht's dir? Alles okay? Schön, dass du vorbeischaust hier am Abend. Die stürmische Biene. Hallo, Saubier. Alles okay? Hier gerade echt am rumwerkeln. Jetzt habe ich es geschafft. Klasse. So. Oh. You wanna talk English? That's no problem. Aber wenn du Deutsch sprichst, ist ja auch okay. Du, alles okay soweit? So. Hast du dich schon gefreut, hä? Dass es hier Englisch weitergeht? Also wie gesagt, für die Leute, die halt mich nicht verstehen auf Deutsch, können natürlich gerne mit mir auf Englisch sprechen. Wo warst du heute Morgen? Ich habe so Langeweile geschoben. Du, ich war eigentlich online. Let me think. Ich war eineinhalb Stunden oder so online heute Morgen ab, glaube ich, 9:30 oder so. Ja. Und dann, ja, was essen. Und dann dachte ich mir, okay, hast du dann genug Pause gemacht? Vielleicht vermisst dich ja der eine oder andere. Und da bin ich wieder. Freut mich, dass es dir gut geht, Stormy B, auf jeden Fall. Also mir geht's auch super heute. Kann mich gar nicht beklagen. Das Wetter ist schön. Sowohl im Game als auch in Real World. Ah, du hast auch gepennt, okay.
nur nachts zocken. Ah, okay. Story B, ja gut. Ich bin eigentlich immer müde ab so 11, also 23 Uhr oder so. Aber heute bin ich irgendwie fit. Ich meine, gut, wir haben jetzt auch erst 8:30. Weil ich dachte mir, komm, was soll's. Schaust du mal, dass du ein bisschen noch zockst. Dass du mit den Leuten quatscht. Aber ich war heute auch ganz schön neben der Spur. Ihr würdet es nicht glauben, ich war heute, also nachdem ich einkaufen war, habe ich, glaube ich, den Einkaufswagen einfach stehen lassen. Das habe ich dann erst gemerkt, als mein Merkle dann gefehlt hat. Wisst ihr, ich habe jetzt nicht so ein Euro-Stück, sondern so ein Merkle, wo man halt immer benutzen kann. Und da habe ich mich nicht mehr daran erinnern können, dass ich den Einkaufswagen zurückgestellt habe. Also heute ist echt ein komischer Tag. Strange, oder? So was passiert. Ich war wohl ganz zerstreut. Keine Ahnung, was ich da gedacht habe. Also wirklich jetzt, gell? Das ist, also man kann sich nicht erinnern. Man weiß ja, dass man einkaufen war. So schlimm ist dann doch nicht, wenn man die Einkaufstüte daheim sieht. Dann denkt man sich, okay, da war was. Ich war einkaufen, ja. Aber Märkchen irgendwo verloren zu haben, ist unwahrscheinlich, weil das kommt direkt in den Schlüsselanhänger rein. Sehr viele Follower auf TikTok. TikTok sollte ich vielleicht auch mal anschmeißen, ey. Also ein bisschen akquirieren, ein bisschen, ja, lebhafter machen. Geht schon ordentlich ab, gell, auf TikTok. In letzter Zeit, ja. Ich sehe es ja, Freunde von mir und sowas, die alles rein donnern. Mein Freund hat mir einfach einen selbst gebastelt. Okay. Ja, ich. Also, ich, das kommt zum Glück nicht oft vor, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich. Aber heute. Heute war wirklich so ein absoluter Tag. Wenn man nicht. Also, ich hab's wahrscheinlich echt so gemacht, gell? Ich hab eiskalt den Einkaufswagen neben dem Auto stehen lassen. Und bin davon? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich bin einfach weggefahren. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht zurückgebracht habe, den Wagen. Sonst wäre der das Merkle im Anhänger drin, im Schlüsselanhänger. Unfassbar. Ja, danke, auf jeden Fall. Dank euch habe ich jetzt schon 113 Follower. Das ist echt sehr nice von euch. Freue mich irgendwie. Tut sich irgendwie langsam was. Ja, schön, auf jeden Fall. Würde mich natürlich freuen, wenn die Community ein bisschen größer wird. Ja klar. Können wir auch mehr quatschen. Und können wir so auch, aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Welle, die habe ich schon, ja. Was habe ich denn jetzt hier alles? Ach so. Hä? Ich sag ja, ich bin jetzt verpeilt. Dann habe ich es gar nicht gestartet. Aber ich stehe dazu, ganz ehrlich. Ich stehe dazu, wenn ich mal einen verpeilten Tag habe. Da kannst du mit mir auch nicht viel anfangen. Aber ich bin fit. Das ist doch die Hauptsache, oder? Bin fit, nicht müde, also. Deine Insta ist eine 100%ige Baustelle, ja, das höre ich oft in letzter Zeit. Weltraumpirat wollten sie auch mal einladen. Ah, okay, also. Das ist sicher, ich war nicht ganz sicher. Ja, wenn du fertig bist, vielleicht können wir dann einfach dich auch mal besuchen. Würde ich gerne mal machen. Also ich habe hier ein bisschen Weg und so gebaut. Gepflastert. Ach, wenn ich ausdrücken möchte.
für mich. Ach, sehr schön. Hattest du dich letztes Mal beklagt, gell? Dass du die Leiter nicht hast? Freut mich für dich. Siehst du? Kannst du Besuch empfangen? Oh, super, oder? Ich finde, das ist auch preislich human. Jetzt im Vergleich natürlich zu Xbox oder PlayStation. Kostet natürlich dann schon ein bisschen mehr. Jetzt kannst du sogar Super Nintendo Games zocken. Sind ja in der Mitgliedschaft dabei. Super Mario Kart, Super Mario All-Stars, falls dich sowas interessiert. Ich finde das der Hammer, dass das jetzt geht. Steine klopfen. Was ist ein DBD? Ich versuch's gerade rauszufinden. Ist es ein Game oder was? Oder ein Zubehör? Keine Ahnung, ich check's gerade nicht. Klär mich mal auf. Wenn du die Stützlöcher so gräbst und stell dir das Feld frei ist, kannst du 8 Steine rausschlagen. Ja, das hast du recht. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin manchmal echt zu blöd oder zu faul, das dann wieder umzugraben. Und dann denke ich mir, ach komm, vergiss denn einen Stein oder Erz. Ist natürlich doof, wenn Golderz kommt oder dann eben nicht kommt. Oder Geld gedroppt wird, dann ist natürlich auch doof. Also, ey, die Insel, die hat, das ist echt ein Stockwerk, also, und man kann ja unten nicht graben, dass ich müsste die Plattform hier komplett wegmachen. Ist mir irgendwie zu blöd. Dead by Daylight, ah, okay. Ja, natürlich kenne ich, ich habe es gerade nur nicht geschnallt, was du meinst. Dead by Daylight, das wollte ich spielen, aber es ist doch irgendwie nur im Multiplayer-Modus zockbar, ja? Kann das sein? 4 Leute, 3 Leute und ein Mörder, kann das sein? Kann man auch auf dem PC, genau. Ja, das sollte ich vielleicht, ja, ich habe es ja wirklich schon im Sinn gehabt, das zu probieren. Ich habe ja diese Microsoft-Mitgliedschaft gehabt, da für 1 Euro. Und dann kann man das, glaube ich, da auch spielen, wenn ich mich jetzt enttäusche. Dann glaube ich sogar im Game Pass dabei. Ich bin aber echt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ja. Keine Ahnung, ob das was für mich wäre. Ah, vielleicht sollte ich mir das mal ein bisschen anschauen. Nachher ist das echt ziemlich spaßig. Ich bin gerade mal überlegen, angeln könnte ich mal. Um die Zeit. Angeln. Da bin ich mal gespannt. Auf Dead by Daylight.
bin ja zu doof, um den Fisch zu fangen. Also gehe ich einfach weiter. Unauffällig. Ja, genau. Den Flügel habe ich einfach hier hingestellt, weil ich echt nicht wusste, wohin damit. Und das sieht irgendwie so cool aus, dass ich dann einfach präsentieren muss. Hat zwar noch keinen Sessel dafür, aber egal. Komme ich auch irgendwie hin. Wenn es regnet, ist es halt doof, gell? Dann weicht das Holz auf, oder was? ja. Zum Glück haben wir nicht so viel Realismus. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wenn der Controller vibriert, dann klingt es irgendwie, klingt klar. Es fühlt sich jetzt irgendwie so an, als wäre der Motor am Arsch. Ist das so? Das ist so, das fühlt sich jetzt ganz komisch an. Als wäre, also wirklich, irgendwas ist passiert. Die Haptik ist eine ganz andere bei der Vibration. Ist der Drücker runtergefallen? Nee, eigentlich nicht. Gar nichts ist runtergefallen, das ist ja ein Gag. Wirklich, absolut nichts. Ich habe nur heute Morgen die Batterien laden müssen, also den Akku wieder. Und davor habe ich schon gemerkt, und jetzt ist ja voll geladen, das war ja heute Morgen. Aber das fühlt sich jetzt echt anders an. Schade eigentlich. Weil das sind ja die Originalteile. Also die Animal Crossing Edition auch noch. Ey, das ist echt schade. Weiß nicht, warum das so ist. Naja. Dazu. Ich meine, die kann man ja, glaube ich, einzeln auch kaufen. Genau. Hey, Stefan, servus. Ajo. Ich stream. Ich dachte, komm, was soll's, wenn ich schon zock, dann stream ich auch eine Runde und bin irgendwie auch fit. Bin zwar total verpeilt und neben der Spur, aber ich bin fit. Ich habe gerade erzählt, dass ich meinen Einkaufswagen auf dem Parkplatz habe stehen lassen und habe das Merkmal nicht mitgenommen und dann ist mir zu Hause aufgefallen. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, ich war so zerstreut. Unfassbar. Ja. Weißt du, was das Problem war? Ich dachte mir, wie zum Teufel kann es passieren, dass ich den Einkaufswagen einfach stehen lasse? Und bin ich dagegen gefahren und hab's vielleicht nicht gemerkt? Und bin dann echt raus und hab mein Auto mal angeschaut. Das wäre jetzt ein Gag gewesen, oder? Wenn überall jetzt Dallen drin wären vom Einkaufswagen, den ich umgemietet habe. Aber nee, den war nicht so. Also das heißt, ich kann mich halt einfach nicht dran erinnern. Vielleicht habe ich es auch doch abgeben und habe das Merkle einfach verloren. Also es war kein Geld drin, sondern wirklich so ein Merkle, wo man den Schlüsselanhänger reinsteckt. Unfassbar, ey. Wirklich unfassbar. Also heute, das liegt daran, dass ich mega scheiße penne zur Zeit. Irgendjemand freut sich über die Marke? Ja, das kann schon sein. Wobei das ist halt wirklich so, weißt du, von dem Daimler-Anhänger. Dieser Mercedes-Stern war. Also das. Keine Ahnung, ob so was bringt. Oder ob er da damit rumlaufen will. Vielleicht im Geldbeutel, dann ja, freut sich halt drüber. Naja. Heißt drum. Ist halt so. Es ist, wie es ist, sagt der Schwabe. Ich kann es nicht mehr heben, gell? So. So ist halt. Nee, wirklich. Ja, ist schon irgendwie echt komisch, aber ich bin mir schon ein bisschen doof vorkommen. Wie kann man das verheilt sein? Da freut sich das Schwabeherz. Ja, auf jeden Fall, ey.
Der wird sich gleich ein Bier mehr kaufen nachher. Beim Lidl, weißt du, diese Pilz. Ey, ich habe mir gleich gefunden, ich kaufe mir jetzt nur eine Dose. Erna, kannst du heute mitsaufen? So. Heute kann seine Frau mittrinken, weil er Merkel gefunden hat. So, wird sie mich abgehen heute. Jawohl. Ich weiß ja nicht, ob man mich versteht, wenn ich so ultra schwäbisch quatsch. Weil es ist schon schwierig. Also wenn so ein Bayer loslegt, da habe ich irgendwie auch Probleme, muss ich ganz ehrlich sein. Die Sprache zu verstehen. Für manche Nicht-Schwaben. Das meinte ich. Ich habe zum Beispiel, also bei Dialekten auch Probleme. Na gut. Als Mannheimer. Und du bist ja auch nicht weit weg von mir. Oh, eine Spinne aus der Küche bringt den Mitbewohnern empfindlich. Ich hoffe, das war keine Vogelspinne. Wahrscheinlich nicht. Oh, ein Hai, schaut mal. Schaut mal, ein Hai. Krieg ich den Hai? Oh, ich hab ihn. Ist eh bloß wieder ein Schiffshalter, oder? Jawohl. Also ist doch kein Hai, also Leute. Cool. Mini-Hausspinne, okay. Manche haben ja trotzdem eine Heidenangst. Auch wenn es eine Mini-Hai-Spinne ist. Oh, noch. Hey, hey, jetzt aber. Hei, 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 hei. Der zweite Hai in Folge, liebe Leute. Und auch gefangen. Was ist denn heute los? Schaut mal. Steven Spielberg lässt grüßen. Der weiße Hai, ich hab ihn. So, jetzt kann ich den Stream beenden. Schön war es mit euch, hat Spaß. Ups. Sogar das Wasser ist daneben gegangen. Erstmal Wasser verschüttet vor lauter Aufregung. Ah, ist ja schön. So, das lasse ich jetzt eine halbe Stunde laufen. So, jeder sieht, das ist Spaß. So, ein Hai. Ein Heiklerfang. Sehr gut. Ich habe ihn sowieso schon abgegeben. Das seht ihr ja. An seinem Spruch, meine ich. Aber ja. Hat verkauft. Nur Bares ist Wahres, oder was? Ein Weberknecht im Schrank. Das Ding wollte ich auch nicht berühren. Ja, der Weberknecht, Oh, eine Emotion. Emotion. What emotion do you have? Tatsächlich Traurigkeit. Also das heißt, ich konnte noch nicht traurig sein bisher. Jetzt kann ich's. Deswegen war ich immer so gut drauf. Gut. Oh. Guck mal, wie traurig. Oha. Was ist denn heute los, ey? Da haben wir schon wieder zwei. Das können wir verkaufen. Ja, 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 ja. Esel, da geht man mir auf den Sack in letzter Zeit. Ich sag's euch ganz ehrlich. Vorher war es brutal. Ich wollte, ich hab gepflastert. Also, da kam er echt und hat sich da hingesetzt. Ohne Witz jetzt. Er saß hier. Moment. Genau hier. Hier hat er sich hingesetzt. Glaubt ihr das, der Emil? Total Schaden, oder?
Und ich bin hier gestanden und habe gesagt, hey, hallo, ich will hier weiter pflastern. Und dann hat er gemeint, billiger Tag, ich hocke mir hier hin, ohne Scheiß jetzt, ich verarsche euch nicht. Dann hat er sich hier vom Baum hingehockt und hat dumm geschaut. Ich lebe in Baden-Württemberg, Stormy. Ein richtiger Urschwabe. Man hört es ab und zu raus, lässt ihn nicht vermeiden. So wie, ja, so wie der Herr Löw. Ja, mir hin, da kämpft halt ein Platz. Oder wie heißt er? Achso. Du meinst auch, ja. Ich find's immer witzig, wenn die Leute kein Erdzeichen hinzufügen. Dann check ich's halt nicht, weißt du? Dann denke ich immer, ah. Fühl mich dann immer angesprochen. Sorry. Like that. Ah, das ist, ja. Ich glaube, ich sollte mal viel öfter schwebeln, aber dann denke ich mir immer, nervt es die Leute? Ich bin mir auf die den Senkel. Ups, ausgezogen. Ich bin fast Nachbar von Mayday, jawohl. Dieser Obia ist fast um die Ecke. Gefühlt. Ey, liebe Leute, morgen ist Warntag um 11 Uhr. Wisst ihr das schon? Um 11 Uhr heulen die Sirenen in ganz Deutschland. Also nicht erschrecken, falls ihr noch nicht mitbekommen habt, wenn morgen der Ausnahmezustand losbricht. The Purge. Ja, das Ganze wird nur eine Minute gehen. Nein, das ist das erste Mal seit 30 Jahren, dass ein Warntag geübt wird. Nee, das kann gut sein. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass sowas jemals stattgefunden hat, aber ich finde es mega spannend, wenn ich ehrlich bin. Ich freue mich aber auch, weil ich weiß ja, erstens ist eine Übung, wir müssen keine Angst haben, aber das mal so mitzubekommen, finde ich irgendwie schon ein bisschen cool. Und es ist wahrscheinlich ziemlich laut. Es ist halt schade, dass es nur eine Minute geht, aber das reicht wahrscheinlich auch. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nach Stuttgart rausfahren soll, in die Königstraße oder so. Ich will nicht wissen, was da los ist dann. Also wird wahrscheinlich ziemlich laut, ich fange keinen Fisch mehr. Da bin ich mal gespannt, was du berichtest. Also da dürftest du schon was hören, ja. Die Designs heute einfach vollgestopft, okay. Und drei Schulen im Umkreis von 5 Kilometer. Oh. Oje, da geht's ab. Also bei euch geht's richtig ab dann. Gut, hier, wo ich wohne, ist jetzt nicht so groß, aber ich denke mal, das wird schon laut. Aber vielleicht, also wenn es mir echt, wenn ich Lust habe, dann fahre ich wirklich nach Stuttgart, ja. Ich denke mal, da geht's echt ab. Wird ziemlich laut. Nein. Ich weiß halt nicht, wisst ihr, wie viele Institute und Einrichtungen, habe ich das Wort, diese Sirene heulen lassen. Ob das dann wirklich immer nur eine Sirene ist oder mehrere oder wie das funktioniert, das weiß ich halt echt nicht. Aber es müssten ja mehrere sein, weil es kann ja nicht sein, dass nur an einem Ortsteil die Sirene heult und man ein paar hundert Meter weiter gar nichts mitkriegt. Oh, schade. Okay. Ich wünsche auf jeden Fall eine gute Nacht. Gute Girl. Schlaf gut. Ja,
Ja, alle Sirenen werden getestet, genau. Und das ist halt die Frage. Ich weiß halt nicht, wie viel wir hier bei uns haben im Ort. Aber hey, das wird sicher krass. Alle werden die Handys rauszücken und wahrscheinlich aufnehmen. Da ist Social Media morgen voll. Das könnt ihr mir glauben, ey. Facebook und alles, ja. So, was wollte ich denn? Ich wollte verkaufen, wollte ich doch. Ich bin hier echt rum. Solange ich noch verkaufen kann, ne? 10 Uhr ist Schicht im Schacht. Gestern habe ich um 21:59 Uhr noch Sachen verkauft. Habe es tatsächlich geschafft. Bin dann aber sofort rausgeflogen danach. Instant. Ja, wenn die es wissen, dann kann schon passieren, dass die sich da erschrecken, aber die Lehrer werden die doch alle warnen. So, liebe Kinder, gibt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Und dann gehen die Sirenen los und die Kinder verstecken sich dann unter der Bank oder was? Obwohl die Kinder von heute, ach was, die zücken alle ihre Handys raus. Die 5- bis 8-Klässler. Ich finde, die Kinder von heute, die sind sowieso schon viel zu weit für ihr Alter. Das ist ja nicht mehr normal. Das heißt mal, da gibt es, glaube ich, auch was zum Basteln, wo man Riesenmuscheln braucht. Was sagst du? Ich habe die Feuerwehrhauptzentrale Mannheim vergessen. Die wurde auch vor 2 Jahren zu uns in Ort von. Ja, dann viel Spaß, Saubia. Bei dir wird es richtig abgehen, ey. Das wird ja ultimative Sirenenparty morgen bei dir. Ich habe heute das Fenster offen. Deshalb hört man wieder die Autos. Und heute war es dann schon doch recht warm. Ja, bei dir wird es richtig Party geben. Oh, 40.000. Nicht schlecht. Und, habe ich essen? Nee. So. Ah, genau. Etwas herstellen möchte ich. Und zwar möchte ich mal nach diesen Riesenmuscheln. Ja, das klappt ja wunderbar. Bist du normalerweise richtig nervig, sarkastisch, aber heute hast du nicht die Energie dafür. Okay. Ja, eine Portion Sarkasmus ist schon gut, aber zu viel ist dann auch nicht gut. Gute Erklärung, ja. Ich überlege gerade,
Kannst du mit Sarkasmus dann umgehen, selber? Also wenn jemand mit dir sarkastisch umgeht. Ich kenne viele, die wirklich auch sarkastisch sind, aber... Ah, sehr gut. Aber wenn dann andere das machen, dann sind sie beleidigt, weißt du, oder kommen nicht klar damit. Sehr gut. Ja, ich finde, wer austeilt, muss auch einstecken können, oder? Können viele nicht, die teilen gern nur aus. Da kenne ich auch ein paar Streamer, die gerne austeilen, aber nicht einstecken können. Aber nicht zu viel. Ja, nee, man sollte Sarkasmus sowieso mit Vorsicht genießen, finde ich. Vor allem nicht bei jedem. Kommt es gut an? Viele verstehen das gar nicht. Fehlt dann der Humor? Dann wird's blöd. Aber dazu gehöre ich ja zum Glück nicht. Solange man mich nicht beleidigt aufs Äußerste, kommt man eigentlich mit mir gut aus. Ah, jetzt genau. Wo kommt, wo soll ich jetzt den Brunnen hinstellen? Die Sabine, ey. Gibt's echt nicht. Gibt mir irgendwie zinken. Naja. Ja, kann man ja auch. Kann sie ab und zu mal beleidigen. Für Spaß. Wenn es dann auch so rüberkommt. Ich finde halt manchmal, wenn dann die Leute wirklich sich zu Tode beleidigen und dann am Ende sagen, das war doch alles nur Spaß, das verstehe ich dann nicht ganz. Also so richtig übel meine ich jetzt. Schon habe ich wieder ein Blatt kaputt gemacht. Du hast dich vorbeigerauscht. Ne, nur mal so eine kleine Bemerkung. Ach so. Ich finde es aber schwierig über den Chat. Weil man nie zu 100% die Emotion dahinter sieht. Außer jetzt Kappa oder so, okay, das wissen wir ja. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer schwierig, wenn man irgendwas lustig meint. Und der andere liest es bloß. Und dann kann er das total falsch auffassen, ey. Hatte ich auch schon. Und dann denkt man, ach du Scheiße, so habe ich es doch gar nicht gemeint. Warum ist er jetzt beleidigt? Was will ich? Du Riesenarsch, hab ich gesagt. Verstehe ich gar nicht. Nee, Spaß. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Genau, man sollte das Gegenüber schon kennen auf jeden Fall. Weil, ja, über Schrift ist es halt, selbst bei WhatsApp, SMS, ihr kennt es ja. Da schreibt man was, meint es gar nicht so und das Gegenüber versteht es total falsch. Genau, dann kann auch fast nichts passieren, Stormy. Leute, wenn die genau wissen, wie du bist, wer du bist, das ist doch auch kein Problem. Genau, weil das war mir irgendwie zu nackt und zu leer. Und irgendwie passt das irgendwie zu dem Haus. Irgendwie. Wo ich jetzt noch achtmal irgendwie sag. Ja. Gefällt mir. I like. Blöd wäre es natürlich, wenn ich irgendwann Terraforming mache und den ganzen Berg hier abreiß. Dann wird's lustig, ey. Bau jetzt hier so viel auf und nachher fällt mir ein und auf, dass ich hier gar nicht so viel machen kann. Weil das alles so ungünstig platziert ist, finde ich. Ganze Erde und so. Tja, dann.
Oder ich schließe einfach irgendwann die ganzen Server so, keine Ahnung. Ach, Terraforming ist irgendwie so blöd, ey. Ich habe auch keinen Bock, das ganze Zeug so irgendwie kaputt zu machen. Weißt du, wie es euch geht? Denk mal, ich habe jetzt so viel da rumgebastelt und jetzt mache ich da Terraforming und hau einfach alles. Tempel alles wieder um. Hier war ein Spielplatz, den habe ich komplett wieder abgerissen, also weggenommen, weil das total bescheuert aussah. Alles abreißen. Rest in Peace, oder was steht da? Genau, ich reiß die ganze Insel ab und mache ein Plateau. Ja. Oder ich mache so eine Fortnite-Insel draus. Dann können wir Fortnite spielen bei Animal Crossing. Das wär's, oder? Der erste Animal Crossing-Streamer, der Fortnite spielt. Auf der Insel. Okay. Genug geträumt jetzt. Genau, und hier wollte ich auch, oder was heißt wollte ich, möchte ich so einen Holzzaun weiter ausbauen. Und jetzt kommt's. Den Holzzaun habe ich geschenkt bekommen. Damals. Damals. Und jetzt habe ich das Rezept nicht dafür. Witzig, oder? Hehehe. Das kann sein. Was kann man denn alles machen mit Terraforming? Ich meine, ich kann ja bauen. Weißt du, ich habe ja die hier Insel-Designer-App. Kann man halt Wasserfälle machen, da kann man Flüsse erweitern oder auch nicht, oder? Kann man noch alles machen? Viel mehr. Kann aber sein. Ich habe mich auch echt nicht so viel damit beschäftigt, man merkt es gerade auch hier, wenn ich nicht so viele Beispiele nehmen kann. Dass man Löcher graben kann und zubuddeln, das weiß jeder. Muss sehen, was Leute damit so anstellen können. Ja, ich sehe es ja. Ich habe ja so viele Inseln auf YouTube angeschaut und dachte mir, es ist nicht dasselbe Spiel. Es ist Animal Crossing in the New Future oder Animal Crossing How the Life Could Be oder was weiß ich. Ohne Witz, ich denke dann echt, es ist niemals Animal Crossing, was ich zock. Und wisst ihr, ich gucke das an auf YouTube, komme auf meine Insel und denke, geil, Steinzeit. Freue mich, dass ich ein Automat stehen habe und einen Laden. Und die haben da mega die Infrastruktur, ey, und alles. Also wirklich auch die Sachen, die die da gebaut haben. Die Idee, das ist ja das, die Idee dahinter, dass man etwas so gestaltet, dass es einen echt total abhebt vom Game. Und man echt denkt, man ist irgendwo in der Stadt gelandet. Animal Crossing Future Horizons. Ohne Witz. Das ist der nächste Titel, oder? Schreiben wir doch mal Nintendo. Animal Crossing Future Horizons. Ich weiß nicht, wie der Japaner jetzt heißt. Der Nintendo. Der kann ja dann irgendwie schauen. Dear Mr. Nintendo. Das wäre doch mal, oder? Das würde bestimmt auch lesen, weil so bescheuert war noch niemand. Und hat ihn mit Nintendo angesprochen. Ja, gerne. Natürlich. Du musst mir nur mal sagen, wann du Zeit hast, komme ich vorbeigeflogen sogar. Das ist ja sehr ernst jetzt. Ich habe mir eine Blumenspange gegeben. Sieht das aus? Ach so. Ja, kann ich auf jeden Fall gern besuchen kommen. So ist es nicht. Freue mich immer. So, wie sieht das aus?
Ist ja feminin. Oh, schaut mal. Ich bin ja jetzt ein hübscher Junge, oder? Na, Blumen, das ist doch Hammer. Sehr nice. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch nicht Herr Kübelböck, aber den Witz kann er besparen. Weil man weiß ja nicht, wo der steckt, ob der verschollen ist, lebt oder was auch immer. Ich ignoriere alles, was auf dem Boden liegt. Nur kein. Ach was, kein Problem. Mach die Dame halt keine Gedankenstormy wie. Ich rühre nichts an. Ich stolper über nichts normalerweise. Achso, du bist schon so weit. Wow. Ja, schnell. In meinem Hund draußen. Okay, mach das mal. Viel Spaß euch zwei. Genau, bis später oder bis zum nächsten Mal, so hätte ich es auch gesagt. Bei mir weiß man nie, gell? Kann sein, mein ein Auge klappt schon zu. Ja, aber vorm Rechnen schlafe ich nicht ein. Nee, nee. Wir müssen es dann doch nicht. Kann ich machen. Body fall. Nice. Ich kenne es nur von meinen Katzen, wenn die Katzenfutter wenn sie Fisch kriegen. Dann riecht auch meistens das ganze Haus kurz danach. Aber die stehen halt drauf, also. Heute haben sie Ente bekommen. Das mögen sie richtig. Ich habe eben eine Forelle gesnackt. Geil. Wow. Holy moly. Das sieht von oben schon sehr cool aus. Jetzt bin ich gespannt. Hallo. Ey, cool. Das Outfit auf jeden Fall. Ich fühle mich gerade wie bei Herr der Ringe. In dem Dörfchen. Echt nice. Newsstand, ach was ey. Aber du hast auch tolle Ideen. Ah, das ist Bärenfamilie hier. Wahnsinn.
Weißt du, sowas fällt mir gar nicht ein. Guck mal, so simpel und so cool. Aber egal, ich reg mir jetzt halt auf über meine unkreative Ader. Meine Blumen zerstören. Oh, das sieht auch geil aus. Das sieht echt cool aus, ey. Das sieht ja fast aus wie in einem Zelda-Game, echt. Also ohne Witz jetzt. Jetzt weiß ich auch, was du meinst vorher. Oder hast du das geschrieben mit Terraforming, genau? Was man alles machen kann. Sag mal, wie kriegt man den Boden denn so hin? Und das ist ja der Hammer, das sieht aus wie so Sterne hier an. Ach, und die Muster mit den Steinen und so. Ich vermute, ist es dein Haus? Ja, ja. Nice. Das sind ganz viele Designs, ja. Ach du Scheiße. Ist das cool? Ne, ohne Witz jetzt. Das ist das erste Wohnzimmer, ohne Witz jetzt, das aussieht wie ein Wohnzimmer. Also ich habe schon viele Inseln besucht, muss ich jetzt sagen, relativ viele. Und das gefällt mir, ist einfach nice, ey, mit dem Teppich. Schaut euch das mal an. Metronding. Bitte. Eine Bastel. Die Asia-Kommode habe ich auch, die ist echt geil, gell? Gefällt mir. Oh nein. Heißes Bad hast du da auch? Hey, es kommt echt gut raus. Eine Waage, ja, das sollte ich auch holen. Also wirklich top. Das ist auch nicht einfach hingestellt, finde ich. Sondern sehr schön eingerichtet. Ist wirklich eingerichtet. Nice. Mikrowelle funktioniert. Super. Der Krug gefällt mir auch. Ey, das ist echt der Hammer, was es alles gibt, gell? Also ich sehe lauter Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Ist auch schön eingerichtet. Aha. Eine Tapete gefällt mir sehr. Eine Freundin. Jack the Ripper, ich grüße dich. Ja, hallihallo, gibt sich auch noch. Schön, dass du vorbeischaust. Auch hier gerade einen Inselbesuch. Eine Stormy Bee. Ich bin echt baff. Diese sehr schöne Einrichtung. Jetzt ab nach oben hier. Hoffe, dir geht's gut. Oh, wow. Ey, das ist schon klasse, echt. Komm ich mir wieder richtig schäbig vor, weißt du das? Ich will gar nicht mehr auf der Insel. Er schafft es immer wieder, dass ich keinen Bock mehr auf meine eigene Insel zu gehen. Danke dafür. Ach du, die Kommode ist geil. Die gefällt mir wirklich. Wow. Und Pokale hat sie auch. Ich glaube, ich schon. Nice. Statue da habe ich auch. Wandgemälde. Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Hey.
Begriff stutzig wieder wie immer. Nice. Kleines Spiel. Ah, was ist denn das, hey? Das ist eine Waschmaschine, ne? Waschmaschine. Geht safe. Ups. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es aufgeht. Nice. Bin gerade erschrocken. Wollte eigentlich nicht in deinen Safe reinschauen. Das ist witzig. Das habe ich heute auch gekauft. Fernsprechanlage. Hey, Officer, das ist ja geil. Wizard Harry, hey, nice. Active B, nice, nice. Also, darf man fragen, wie viele Stunden du schon bei Animal Crossing verbraucht hast? Hot. Cool. Das sind schon einige Stunden, oder? Mehrere hundert, kann das sein? $1,700. Ach du Scheiße. Einmal restartet, okay. Also man merkt's. Der Weltraumpirat hat, glaube ich, 1010, der hat es mich schon umbombt. Aber du mit 1700. Das ist der helle Wahnsinn, ey. Was ich nicht habe, ist die Königslibellenmodell, glaube ich. Das ist, was ich nicht habe. Ist ja ein Gegenstand und keine Bastelanleitung. Ja, das habe ich auch noch nicht. Kann ich es haben? Oh, okay, danke. Also ich probiere es gleich mal aus, dass ich dir einen Quatsch erzähle. Hey, super. Einfach. Spaß aus. Ah, okay. Cool. Nee, kein Problem. Das ist ja auch geil. Ey, deine Bücherei oder Bibliothek, keine Ahnung. Immer dazu sagt, Leseecke. Sieht nice aus. Das meine ich, wisst ihr? Sowas könnte ich doch auch mal machen, ey. Einfach so eine Ecke und dann schön gemütlich einrichten. Und die Flaggen sind, Fackeln meine ich. Brücke, hä? Wo gibt's denn diese Brücke? Die gibt's ja gar nicht. Hey, ich sehe schon, ich habe keine Ahnung, ich muss noch so viel lernen. Kleiner Ententeich oder was? Hallo Elisa! Ja, wie geht's dir denn? Und Bob der Baum, Mark Meister. Das ist witzig. Danke für den Follow. Isa Cox. Vielen, vielen Dank. Danke für den Follow, Bob. Sehr lieb von euch. Freut mich. Hallihallo. Wir sind hier gerade auf der wunderschönen Insel. Jawohl, da trinken wir doch gleich einen Schluck. Von Stormy Bee. Ich bin gerade irgendwie geflasht von ihrem Inselreich. Das ist echt der Hammer. Moin Moin, Lisa Cox.
hoffe, dir geht's gut. Danke für den Follow auf jeden Fall. Oh, liebe Leute, jetzt aber. Jetzt geht er echt ab. Wer followt jetzt? Pixie Hartmann 85 oder was? Hab ich's richtig gelesen? Ja, meine Augen sind auch noch mal das Wahre. Danke für den Follow. Jetzt lebt der Chat hier ein bisschen. Immer schön. Oh. Bisschen Slot Machine. Jenny hat gesagt, ich soll mal auf deinem Channel vorbeischauen. Okay, jetzt überlege ich gerade. Ja, servus. Uxi Hartmann. Jenny, jetzt überlege ich gerade, welche Jenny. Ich kenne einige. Welche Jenny ist das jetzt bloß? Jenny aus der Arbeit? Was für ein Kommentar denn? Sorry, jetzt war ich hier ein bisschen neben der Spur. Ach so. Ah ja, da müsst ihr aufpassen. Der hat Kinder und so, gell. Ja, das ist schon. Ja. Sind das Trolle, meint ihr? Ja. Ja, ich würde es jetzt nicht dauernd. Also es ist nicht meine Insel. Das ist die Insel von Stormy. Und ich bin ziemlich geflasht. Ich bin mehr geflasht, dass und hoffe, dass es kein Troll ist. Weil, weißt, wisst ihr, also bei Animal Crossing getrollt zu werden, das wäre jetzt der Oberhammer. Ja, meine Insel ist nichts Besonderes. Ja, vielen lieben Dank für den Follow. KT333. Ach, Stormy B, nimmt es nicht so zu Herzen. So, hallo, da bin ich wieder. Ein weißer Reifen, das ist ja auch cool. Habe ich so auch noch nie gesehen. Aber wahrscheinlich mit dem Umgestaltungskit abändern, oder? Insel gehört Stormy, Elisa. Die zeigt mir gerade ihre Insel ein bisschen. Ja. Wisst ihr, wenn jemand obszöne Namen hat und dann hier reinkommt, ich finde es schon schlimm genug. Vor allem bei so einem Game. Also, ich kenne das ja von Scribble. Bei Scribble bin ich permanent getrollt worden. Ja. Da waren wir dann wieder im alten Reich, sag ich mal. Das ist schrecklich gewesen. Da habe ich das wirklich beendet und habe das dann auch nicht mehr gestreamt. Aber wir sind ja bei Animal Crossing. Ja. Statue ist auch cool.
Ja. Also Hartmann, ich sage jetzt den Namen absichtlich nicht. Ich habe dich jetzt leider hier gebannt, blockiert. Hallo Kathi, hoffe dir geht's gut. Musste leider gerade jemanden bannen, den Hartmann, weil mir das irgendwie, möchte es im Chat so nicht haben. Ja, tut mir leid, also ich sehe es nicht, ihr seht es vielleicht. Ich habe das jetzt einfach blockiert, dass man es bei mir im Stream nicht sieht. Tut mir leid, Hartmann, aber dieser Name ist schon sehr obszön. Es schauen Kinder zu. Du bist wahrscheinlich selber noch ein Kind. Kann ich mir vorstellen jetzt. Und das möchte ich nicht, dass das auch dauernd wiederholt wird und laut vorgesprochen wird. Ja, das mag ja sein, aber weißt du, dann soll er seinen Namen ändern, weil dieser Channel, also er hat es ja auch vor ein paar Minuten erstellt. Ja, da hat man, ich sage, ich kann nicht lesen, was er jetzt. Elisabeth, danke für den Follow, freut mich auf jeden Fall. Und ja, Leute, anständige Namen, wisst ihr, anständige Menschen sein und dann ist alles gut. Damit so Namen hier auftauchen, das ist doch Quatsch. Also ich gehe stark davon aus, dass ihr selber noch Kinder seid und deswegen sowas macht. Aber es sind auch andere Kinder, die das vielleicht nicht unbedingt sehen müssen. Und ich sag's euch, ich habe es vorher gar nicht geschoben, als ich den Namen vorgelesen habe. Das ist der Wahnsinn. Dass der Name auch annähernd obszön war, ist mir nicht mal in den Sinn gekommen. Das sieht man mal, wie weit ich weg davon bin von diesem, von so einem Troll. Natürlich, Kinder schauen zu, ich finde es einfach schrecklich, wenn sowas passiert. Ja, entweder sind es Kinder oder es sind andersweitig Pädophile unterwegs. In Deutschland geht es ja gerade sowieso ab. Gar keinen Bock mehr auf Nachrichten. Wenn man das so viel Schreckliches immer hört, dann finde ich es halt nicht so toll. Ja, ich habe schon Mods auf jeden Fall. Ich meine, gut, die blockiert, also die Nachrichten kann ich nicht lesen. Ihr seht ja selber in meinem Stream, dass das die anderen nicht lesen. Ihr seht es wahrscheinlich, dann müsst ihr ihn einfach blockieren, wenn das stört. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass ihr hier dabei seid. Wenn alles in einen anständigen Weg geht, dann ist ja alles gut. Das ist ja cool gemacht hier, hey. Sorry, dass ich mich gerade so. Ja, Servus, Arkantox, XX Arkantox. Hoffe, dir geht's gut, alles klar? Ich weiß eigentlich nicht, was los ist. Oh, schöne Blumen hast du hier. Rosen sind der Hammer, ja. Fällt mir echt. Ich muss sagen, deine Insel ist wirklich sehr schön. Stormy. Also, man sieht, dass du da viel Liebe reinsteckst und Zeit ins Detail. Das ist der Hammer. Ach Gott, wie kann man das sowas machen, ey? Das sieht ja echt cool aus. Also hier sehe ich Sachen. Hätte ich nie gedacht, dass es die erstens gibt. Und zweitens, dass man sowas machen kann, so Designs.
ist ja auch ein schönes Haus. Ja. Sorry, Bob. Dich musste ich leider auch bannen. Oder blockieren. Ich weiß nicht, was heute los ist, ey. Ups. Ich mache mir halt zu viel Sorgen ums Wohlergehen. Rental Gain suggested. Genau. Ja, aber das braucht man bei dem Spiel nicht, weißt du? Das ist ja das. Man braucht keinen Parental Guidance, du hast recht, Stormy. Und deswegen schaue ich dann gleich, dass ich Leute blockiere, die unangebrachte Sachen schreiben. Ich weiß auch nicht, das ist echt krass. Was sind unangebrachte Sachen? Unangebrachte Sachen sind eben, ich kann es jetzt nicht mal lesen, wenn ich die Leute blockiert habe, die ganze Zeit was schreiben. Aber ich würde jetzt bestimmt keine unangebrachten Sachen hier vor mich hinmurmeln, wenn du das damit bezwecken willst. Jeder vernunftbegabte Mensch weiß, was unangebrachte Sachen sind. Und wer es nicht weiß, der hat es auch verdient, dass ich ihn blockiere. Sagen wir es mal so. Wenn mich jemand fragen muss, was ist denn unangebracht, dann gehört er eigentlich auch schon gebannt. Vernunft hängt ja mit dem Alter zusammen. Ja, das ist richtig. Aber Anstand hat man in den jungen Jahren schon, finde ich. Also ich wusste schon recht früh, dass ich in der Öffentlichkeit oder mit so wie jetzt, wenn andere Leute dabei sind und so, ja, nicht flucht oder nichts Anstößiges schreibt oder sagt. Das wusste ich ja alles. Vernunft, ja, kann, weißt du, als Kind kann man schon mal unvernünftig sein, aber das, was ja hier passiert, oder wenn man irgendwelche Sachen liest, das ist einfach mutwillig, das ist auch, also absichtlich, ob es jetzt böse ist oder nicht. Kann man mit 5, 6, 7 Jahren machen, kann man auch mit 40 machen. Kennt eigentlich kein Alter. Ja, aber das heißt, das war's bis jetzt. Das ist der Hammer. Weißt du, wie froh ich bin, wenn ich mal so weit bin? Tommy. Oh,
Wenn man kleines 12 ist, dann erkennt man höchstens daran direkt schreiben, dass er ein Kind ist. Ja, für die anderen tut es mir jetzt eigentlich, nein, nicht leid, dass ich die jetzt blockiert habe. Ah, Trolls sind abends eh mehr zugegen, ja. Das kann sein. Okay, ich gehe jetzt mal wieder auf eine Insel. Danke auf jeden Fall, Tommy B, für den Rundgang. War sehr lieb. Ich bin 13. Ich bin 15. Ja, das ist doch super. Das ist schon Belästigung. Ja, das kann man schon so sagen, ja. Aber ich gehe davon aus, dass über 90% bei Animal Crossing intelligente, gute, liebevolle Menschen sind. Ja. Also unabhängig jetzt vom Alter oder wirklich so, ich meine jetzt. Trolle mögen Tageslicht nicht. Ist auch gut. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob man die nicht timeouten kann. Kann man wahrscheinlich. Ja, ich meine, weißt du, du hast dein Konto vor 40 Minuten erstellt und wunderst dich. Mein Gott, ey. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Hey Bob, was ich hier in meinem Chat mache, das überlasst du mir, okay? Und sag mir nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ja, ich habe dich jetzt schon gemeldet, auf jeden Fall. Und genau. Schau, dass du dich löschst. Bitte, lösch dich. Ohne Witz, löscht euch alle, die ihr so schäbiges Zeug schreibt und schämt euch. Und denkt mal dran, wen ihr damit beleidigt eigentlich. Nicht mich. Nicht mich, ohne Witz. Auch nicht den Chat. Sondern die Personen, die sich eigentlich um euch sorgen. Die beleidigt ihr ganz arg. Ja, ich weiß nicht, warum das hier nicht funktioniert. Ich habe es eigentlich schon vor. Hab's eigentlich auch gemacht. Ich habe auch die Leute gemeldet. Muss mich mal damit genauer auseinandersetzen.
Shame, shame, shame. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist witzig, ey. Das hätte ich nie gedacht bei Animal Crossing. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Das muss ich auf jeden Fall machen. Ich habe die eigentlich schon gesperrt und gebannt. Ich weiß gar nicht, warum man die hier noch gesehen hat. Genau, ich schau mal kurz, ob ich das hinkrieg. Jetzt hoffen wir mal, dass nicht noch mehr Trolle auftaucht. Aber ich kümmere mich auf jeden Fall drum. In der near future. Alles gut. Ja, ja. Alles ist möglich. Nichts ist unmöglich. Naja, wieso bist du denn so heiß auf Modrechte? Was geht. Wenn ihr wirklich auf krasse Trolle stoßen wollt, dann müsst ihr Scribble zocken. Wirklich ein Unding. Könnt ihr euch aber echt aufregen. Sag ich euch. Ja, das kriege ich schon hin. Gut, auf jeden Fall sind die jetzt schon mal gesperrt. Und ich habe eigentlich meine Moderatoren. Die sind jetzt aber selber im Stream und anderweitig beschäftigt. Normalerweise kümmert ein sehr guter Kumpel sich dann drum. Echt? Oh, da hast du aber Glück gehabt. Ich meine, gut, klar. Wenn man spielt, passiert nichts. Du musst mal streamen. Also, ich weiß nicht, ob du im Stream meinst. Aber hey, wenn ich streame, das war wirklich unerträglich. Und da kommen dann nur noch obszöne Sachen und Hassparolen, alles Mögliche, was du dir so vorstellen kannst. Ja, das ist das Problem, genau. Genau, genau. Raten im Chat immer brav mit. Ich bin gleich wieder da für euch. Gib mir mal 2 Minuten.
Ja, da bin ich wieder. Grüß euch. Hallo Elisa, bist du auch wieder da? Danke für den Support, Saubi, auf jeden Fall. Jetzt hat der Laden auch schon dicht gemacht. Beziehungsweise in einer Minute. Dann gebe ich es halt morgen ab. Internet leckt total. Ui. Das ist natürlich doof. Das geht gut, oder? Auf dem Laptop? Achso, klar, auf dem Laptop wird es schon funktionieren. Auf dem iPad könnte das Scribble problematisch werden, finde ich. Jetzt sollte ich mal ein bisschen angeln. Weil ich um die Zeit eigentlich nie angeln. Merkwürdig, warum da kein Internet funktioniert. Normalerweise sind Handys eigentlich echt stabil. Ja, gut, ein Apple Pen, ja, kann mir vorstellen, dass es schon gut funktioniert, auf jeden Fall. Ey. Ich finde es nur auf dem Handy ungenießbar, Scribble. Haben einige probiert, die ich kenne. Und ist nicht so. Ja, ich sag immer den Router ab und zu mal ausschalten. Neu starten. Ich habe auch Internetprobleme ab und an. Aber ich muss sagen, toi toi toi, seit 3-4 Tagen. Alles okay, aber ich habe ja nicht so wirklich lange gestreamt. Manchmal bin ich auch einfach off. Schon nervig. Das Beste ist, wenn ich es dann nicht merke. Quatsch dann und labe rum und dann irgendwann sehe ich im Bildschirm. Das ist, ja. Dass die Leute mich gar nicht mehr sehen. Ja. Elisa, willst du mir deine Insel zeigen? Oder, also meinst du mich? Ja, wahrscheinlich schon mich. Ja, ein stabiles Internet kann man eigentlich auch erwarten, oder? Im Jahr 2020, finde ich. Ich finde es echt schrecklich, wenn dann die ganze Zeit irgendwelche Probleme auftauchen. Komm ich gern besuchen, Elisa. Aber der Wahnsinn, echt. Stormy B nochmal seine Insel. Nochmal loben. Das, wie viel Arbeit dahinter steckt. Zeit. Ist halt einfach zeitintensiv. Ich meine, so eine Insel, ja, die erstellt sich nicht von allein.
keine Geduld mehr los. Kannst mich heute. Nee, kannst mich schon Mayday nennen. So heiße ich ja auch. Im Stream. Passt schon. Mayday ist ein bisschen weird, ja. Ich erkläre dir den Hintergrund. Ich bin ja ein Mai-Kind. Habe Mai Geburtstag. Geboren, so meine ich. Und ja. Mayday hat nichts mit Mayday Mayday zu tun. Sondern einfach ein glückliches Mai-Kind. Also ich finde auch, dass deine Insel echt super aussieht. Kann ich jetzt also mal einen Fisch fangen? Ich bin echt gerade zu ungeduldig und hibbelig. Ups, war ich jetzt schon zu schnell. Ich verjag hier die ganzen Weibchen. In hier. Eh wieder ein Seebarsch, oder? Oh, schade. Also ich bin gerade echt viel zu zittrig. Man kann keinen Fisch fangen. Das ist strange. Also, Elisabeth, dein Internet hängt oder was? Abgebrochen. Vielleicht startest du einfach mal deinen Router. Ich weiß, das ist so eine Standardaussage, die dir im Callcenter auch jeder gibt. Aber das hilft. Wirkt Wunder. Wenn man den Router einfach mal resettet. Ach so. Stimmt, ja, hat sie ja vorher gesagt. Das ist nur am Handy liegt, ja. Habe ich aber auch nicht so verstanden gerade. Übt drei Fische hin. Also drei Fischarten gerade. Ein Fisch, ein Falterfisch. Ja. Den haben wir auch schon. Ist echt strange, dass es immer so tagesabhängig ist. Zeitabhängig. Internet nicht richtig funktioniert, meine ich. Abends ist doch immer das beste Internet. Eigentlich schon, ja. Wenn die ganzen Leute schlafen gehen, die ganzen Geschäfte, Firmen kein Internet mehr beanspruchen, ist doch jede Menge Kappa frei, oder? Eigentlich. Ein Stiefel. Bei mir war gerade so ein Viech im Zimmer und ein Insekt. Ja, irgendwie macht mir Angeln Spaß. Ganz ehrlich, ich habe das bei World of Warcraft auch sehr gern gemacht. Aber gar nicht so laut sagen, wenn man World of Warcraft gezockt hat. Aber ich fand immer die Angelquest so herrlich amüsant. Obwohl ich ja jetzt überhaupt kein Angelfan bin in Wirklichkeit, ja, das muss man halt auch wissen. Aber so im Game macht das irgendwie schon Spaß. Ein Seebarsch. Ja, 100 Euro. Aju. Ein Seebarsch. Ich bin schon stolz auf sowas hier, schau mal.
Also ein bisschen Klavier, Boden, Kartenzwerg. Aber wenn ich schaue, was Stormy da fabriziert hat, hey. Ich bin, wenn du mich meinst, war wahrscheinlich schon. Ich bin nicht unbedingt ein Angler. Angelfan meine ich in Wirklichkeit, so habe ich es. Aber im Spiel macht es irgendwie Spaß. Ja, mit Anime kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Aber da gibt es so viele Leute, die sich echt gut auskennen. Auch im, für den Zuschauer. Jetzt Retro-Sonnenbrille. Ach, was? Nice. Was? Keine Anime? Minuspunkt. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass Anime schlecht ist. Ich habe nur gesagt, ich kenne mich nicht aus. Ja, und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, gell? In dem Fall passt sogar. Ich kannte nur dieses Naruto Shippuden, oder wie das heißt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das habe ich ab und zu mal gesehen, aber wirklich, frag mich nicht. Wie, wo, was, kein Plan. Und dann gibt es doch diese seine Fußball-Anime. Ganz bekannt ist, das kennt ihr sicherlich als Anime-Fans. Und da gibt es doch jetzt irgendwie auch so ein PlayStation-Spiel. So ein Anime-Fußballspiel. Gleich fliegen Gegenstände durch den Bildschirm. Weil ich mich so wenig auskenne. What? Begeisterte Manga-Zeichnerin, echt jetzt? Ja, krass. Respekt. Ich kann gar nichts zeichnen. Ich zeichne wie ein Fünfjähriger. Sogar die können wahrscheinlich besser malen wie ich, manche. Ah, der Eugen kann ich mal besuchen, gucken, ob er hier meine Fossilien annimmt, zu sich nimmt, oder an sich nimmt. Wie es gemeint. Ja, das ist eine Pflicht, meinst du? Okay. Da gab es doch noch mal was, ey. Das war ziemlich bekannt. Ach, was? Habe ich in 100 Jahren jetzt auf. Liegt auf den. Ja. Mit den Elementen und so. Helf mir mal auf die Sprünge, liebe Anime-Fans. Manga-Profis. Da gab es irgendwie zwei Versionen, eine neuere von diesem Anime, ganz bekannt, Elementen Avatar. Ja, irgendwie, wie heißt denn diese Anime? Alter, ich muss jetzt selber mal gucken. Schau ich selber mal nach. Ui. Nicht offline? Nee. Mein Internet ging gerade nicht. Geht's bei mir los? Schau gerade mal.
Avatar, der Herr der Elemente, genau. Das habe ich gemeint tatsächlich. Witzig, ja? Es ist kein Anime, okay. Es ist was? Manga oder was? Auf jeden Fall, das ist doch was Feines, oder nicht? Ah, ist nicht ab. Okay. Ja, ich will mich gar nicht mit euch anlegen, was das angeht. Ich kenne mich echt nicht aus. Er kommt aus der USA. Ach was, aus den USA. Was? Dachte. Nee. Falscher Knopf. Irgendwie sperrt sich schon. Ich hab's nicht gelesen. Mal schauen. Ah, ich hab gar nichts. Alles klar. Und schnell wieder raus hier. Ich sehe schon, ja, ich habe da echt zu wenig Ahnung. Reden zu. Sind recht viele Anime-Fans und Manga-Fans unter euch. Mir so aufgefallen, ey. Das ist echt krass. Okay. Jetzt soll ich mir das einfach alles mal anschauen. Ab und zu. Das ist echt was Interessantes dabei. Nachher gefällt mir das sehr. Super daneben getroffen. Folgen gibt im HA geguckt, okay. Death Note. Death Note.
Death Note gibt es doch einen Film. Den habe ich gesehen. Aber hat wahrscheinlich damit nichts zu tun. Egal. Ja, noch ein bisschen mitgeschwitzt. Wenn man schon keine Ahnung hat von Anime und Mangas. Aber den Film habe ich auf jeden Fall gesehen. Death Note gibt es einen Film, aber ich weiß überhaupt nicht, ob das annähernd was damit zu tun hat. Das gibt es auf Netflix. Und da. Oh Gott, muss mal kurz schauen, jetzt interessiert es mich selber. Aber es kann echt sein, dass es gar nichts damit zu tun hat. Death Note Anime, genau, und dann der Trailer. Ja, müssen wir mal schauen. 2017 ist der Film rausgekommen. Was? Hat das echt was damit zu tun mit dem Anime? Was? Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist. Auf jeden Fall, Noragami ist mein absoluter Liebling. Hier geht echt ab im Mangas, da muss ich mich noch ein bisschen schlau machen, ey. Da ist das was mir wahrscheinlich auch echt mega gefallen könnte. Aber das Death Note wirklich aus diesem... aus diesem Anime entstanden ist, ist schon hart. Attack on Titan, okay. Ja, ihr habt es echt schon geschafft, dass ich hier Interesse habe. Ich habe hier schon meinen Internet Explorer offen und guck die ganze Zeit mal rein, so was hier reinschreibt. Was Blue? Es Blue Exorcist, warte ich schon mal, weil Netflix ist bei Blue. Die bringen ja schon genau Ende. Ja, das wundert mich nicht. Die Japaner, die gehen halt ab, gell? Aber dann solltest du nicht schon. Dem solltest du nicht schauen.
Ja, ich glaube nicht, dass es Kinderfilme sind. Das habe ich wirklich so einen Anschein habe ich jetzt nicht so gehabt. Ich weiß nur nicht, ob die Geschichten immer so cool sind, dass ich dann dranbleibe. Wisst ihr, das meine ich? Ja, auch ein Videospiel oder was? Danganronpa. Ich habe es zum ersten Mal gehört. Wer kennt das nicht? Ich. Trigger Happy Havoc. Ja, das sollte ich mir echt ans. Ich mache das, glaube ich, wirklich. Ans Herz legen und die Sachen mal anschauen. Ey. Death Note. Und was hast du gemeint? Assassination Classroom. Gibt's das auf Netflix? Was? Assassination Classroom hat dich zum Weinen gebracht, echt? Ich lieb so Filme, ganz ehrlich. Wo Emotionen gut rüberkommen. Mag ich. Was geht ab, ey? Ja, und wo kann ich das finden? Assassination Classroom? Netflix? Das frage ich so blöd, gell? Ich hab's einfach. When you go to Google and type in climate change is. Episoden hat das in zwei Staffeln, nicht schlecht. Ah, okay. Elisa, ich komme jetzt mal rüber. Wollen Sie sich wirklich meine Insel? Ach, ich bin jetzt schon neugierig. Ich besuche dich jetzt einfach. Hey, Bibi. Seht ihr, da ist schon die erste Moderatorin. Du hast vorher gefehlt, nach dir haben wir gesucht. Wir haben voll viele Trolle gehabt. Du kommst zu spät, Bibi. Guck, das ist genau die Sau, wie er sagt schon. Aber jetzt nur noch bis 23 Uhr Zeit, okay. Vorher gab es wieder ein paar unschöne Momente. Du weißt ja immer diese Leute, die stören und trollen. Ab geht's.
Genau. Genau in Panik im Kreis rumgerannt, aber so war es echt. Ich war bei der Stormy wie auf der Insel und bin da rumgerannt wie so ein Dackel, ey. Wenn ich mir gedacht habe, was schreiben die denn da alles rein? Aber wo ist denn die Bibi jetzt hin? Jetzt erwarte ich Großes, schreibt sie. Hey Weltraumpirat, guten Abend. Schön, dass du auch reinschaltest hier. Wir haben gerade es davon gehabt, dass wir vorher ein paar Trolle hatten, leider. Sind dann rumgetrollt und wir sind dann auch rumgetrollt. Auf der Insel von der Stormy, ich zumindest. Und haben dann alle auf die Bibi gewartet und die war leider nicht da. Um die Trolle zu bannen. Dann habe ich es dann geschafft, die zu sperren. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt aber ab. Nice. Oh. Vielen Dank. So. Oh, ein schwarzer Regenschirm. Schön. Schreibt die Bibi, Moment, was ist passiert? Ach Gott, die hat Internetprobleme. Die Arme hat Internetprobleme. Das kann man entschuldigen, oder? Wenn Weltraumpirat fertig ist, da sind wir aber echt alle gespannt, ey. Soll mal aussehen. Help me. Geil. Das ist ja echt witzig. Und diese Handabdrücke, ey, die Designs sind echt witzig, ey. Folge dir unauffällig. Wie teuer war das Ketchup? Bibi schreibt mir fleißig, falls ihr euch wundert. Ihr tut schon leid, dass sie nicht da war. Aha. So, sorry dafür, aber musste jetzt kurz hier. Ich habe geschrieben, das können wir entschuldigen hier, ich und der Chat. Oder Chat? Können wir entschuldigen, wenn Internet funktioniert. Haben wir alle schon gehabt. Aber das sieht auch schon alles echt cool aus, ja. Ah, auch wieder so ein Bär. Aber das ist echt eine Idee, die haben viele mit diesem Bären und so Picknick. Oder Stormy. Ist sowas hast du auch gehabt vorher? Ist das Blut oder ist das Ketchup? Und wenn Blut, welche Blutgruppe ist das dann? Lauter Fragen, die so unwichtig sind. Das ist schon verkauft, sehe ich. Wundert mich nicht. Das ist Ketchup, einfach Ketchup.
Ja, Saubia, red dir das einfach ein, dass du heute Nacht ruhig schlafen kannst, gell? Und nicht hier mitten in der Nacht aufwachst. Mit dem ganzen Ketchup. Und na, diese Office-Katze da. Das gefällt mir auch. Da Tunnel. Okay, die Hängebrücke ist halt auch was. Sollte ich mir vielleicht auch mal öfter bauen. Herr Brüdiger, ich gebe den nie wieder her. Help me. Um Gottes Willen, was geht denn hier ab? Was machst du mit den Menschen hier auf der Insel, bitte? Das ist ja schlimmer wie bei Amazon. Diese Hilferufe. Misuzu? Ich habe überlegen, ich habe keine Ahnung, was ist das für ein Bewohner? Weiß echt nicht. Da frage ich mich einfach mal so dumm. Sieht irgendwie auch cool aus, so. Oh. Nice. Ich habe die Simona, kann es sein, dass Simona heißt? Ganz süße, aus wie ein Glücksbärchen. Die ist so lieb. Oh, der Lightbot meckert. Ah, sehr süß. So, zack. Das ist echt süß. Misuzu. Auch sehr nice aus. Wow, so ein Dinner Table. Was ist da? Hochzeit. Ja, just married. Oh, das sieht aber auch schön aus. Wenn man das ein bisschen ausbaut, kann sich schon sehen lassen hier. Das ist auch so ein guter Kontrast, finde ich, mit dem Boden und dem. Ja, anderen Boden. Oder habe ich es beschrieben? Ist ja auch hübsch, vor allem ist sie auch hübsch. Unbedingt mehr Wohnung. Der ansprechendste, der hochmessende.
Oh, nice. Was ist hier? Das ist echt krass, ey. Da wird geschlachtet und hier wird gegessen, meine Damen und Herren. Wenn Sie sich zu uns gesellen wollen. Bambusboxen, nice. Mhm, auch bequem. Gemütlich. Wieso fällt mir das nicht ein, dass ich unter dem Pool so einen Boden machen kann? Ey, also manchmal. Nee, ich sag nichts. Ich bin echt froh, dass ich kein Architekt geworden bin. Die Häuslebauer hätten mich für zum Teufel gejagt. Es ist so simpel, weißt du? Einfach ein Boden unterm Pool und ich. Komm, mach das nicht. Egal. Dafür mache ich es nachher. Ey, mir ging, ich sag ja, der Emil hat mich heute richtig genervt. Dieser Esel, der sich da auch einfach auf den Boden gesetzt hat, dass ich nicht mehr weiterbauen kann. Also ich fand das schon heftig. Hey, danke dir, Stormy B. Danke für deinen Support, dass du da warst. Echt nice von dir. Freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder kommst. Darf auf jeden Fall gut. Ich wünsche auf jeden Fall eine gute Nacht. Maschine habe ich auch, die ist nicht nice. Oder habe ich die wirklich? Ich glaube, ich habe. Liegt halt kurz ein Messer rum. Ja gut, bei dem ganzen Blut, was da auf dem Boden liegt, kommt es aufs Messer auch nicht mehr an, gell? Oh, das ist ja cool. Ich habe so viele Instrumente und ich komme nicht drauf, dass ich dazu. Ach. Ich sehe schon, ey, ich muss echt mir nochmal ein bisschen Gedanken machen. Wegen Terraforming und so. Auch nice, dass man das einfach hier aufstellen kann, gell? Wenn das Museum schon voll ist. Ja, da passen keine Zahlen. Häuschen, jetzt bin ich mal gespannt. Das Problem beim Terraform ist nicht die Idee,
und Entscheidungen. Ja, Entscheidungen, okay. Aber Ideen, ey, ganz ehrlich, spielt schon eine Rolle, oder? Ich weiß ja nicht. Manchmal denke ich mir, sag mal, wieso komme ich da nicht drauf? Und dann alles wegmachen muss. Ja. Nicht düster bei dir. Aber nice. Die Orgel ist ja der Oberhammer. Wo kriegt man die denn her? Nintendo hat selber gesagt, dass Horrorinseln erlaubt sind. Oh nice. Ich finde den Boden cool in deiner Küche. Zum Glück ist ein Ketchup. Genau, Saubier. Hätte ich jetzt Pommes, würde ich die einfach mal putzen. Oh. Schönes Bad, ey. Und ein Bild von KK. Und der Staubsauger von Dyson ist auch da. Und der Vorwerk. Wobei der Vorwerk teurer ist. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn man schon so viel Zeit investiert, dann möchte man natürlich auch. Das ist echt top. Das hat echt absolut zufriedenstellend, aber das ist schwierig. Auch nice mit Nebel und so. Echt cool. Nebelboden. Himmel. Ich fand's echt schön. Weißt du, wenn ich das immer, ich vergleiche es ja direkt mit meiner Insel und denk, ey, das kann doch nicht sein, echt. 10.000 vor Christus. So fühle ich mich dann immer, wenn ich zurückkomme. In der Fundkiste echt so eine Eisskulptur, hinten auch nicht schlecht. Das sieht irgendwie auch nice aus. Bei mir wieder nie eingefallen. Ich sag ja. Mein Gott, ey. Was Unkreatives für mich gibt, kriege ich auch nur einmal. Ja, vielleicht kommt immer die Muse. Jetzt hat sie nur noch geküsst. Nice, ey. Super, danke dir auf jeden Fall. Dann mache ich mich mal wieder davon. Und war schön. Sehr hübsch. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall, ey. Ich denke auch, dass da sehr viel Arbeit drin steckt. Ui, ich schon raus.
weniger als 200 Stunden. So, dann echt sehr effektiv dann umgesetzt. Wenn ich überlege, wie viele Stunden ich habe. Schaut mal bei mir. Die Insel besteht nur aus Bäumen. Das ist geil. Ja, genau so denke ich auch. Ein gut überlegter Start. Weil... naja, egal. Ich hab's schon erwähnt. So, liebe Leute. Ich werde jetzt nämlich auch mal bald aufgehen. Und dass ich morgen früh wieder fit bin. Ich hoffe, ihr schaltet morgen früh ein, wenn ihr Zeit habt. Also früh... meine ich jetzt natürlich nicht um 8, aber wahrscheinlich so um 10. 10 bis 11, Weltraumpirat, deine Zeit. Ne, also so zwischen 10 und 11 wäre echt cool. Hier würde ich eine japanische hin. Ja. Ja, ich schaue mir Death Note an und Assassination Classroom. Das wäre das erste, Prio 1, Assassination Classroom. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie finde. Und ob ich heulen muss, ich gebe es dann auch zu, wenn ich wirklich heulen muss. Wird nicht lügen. Ja. Da würde ich sagen, hey, ich wünsche euch allen da draußen eine angenehme Nachtruhe. Ja. Der Anfang ist lustig, ja, glaube ich. Ich versuche mir das mal jetzt reinzuziehen. Genau, Weltraumpirat. Und ich denke mal, zwischen 10 und 11 Uhr morgen bin ich damit am Start. Ein Discord habe ich ja auch, genau. Bei mir in der Info siehst du es. Death Note, das würde ich mir wahrscheinlich auch reinziehen. Also beides auf jeden Fall. Und Discord können wir auch machen. Vielleicht morgen, why not? Glaube ich. Du siehst ja, Mayday578 ist mein Name und... endlich morgen und dann können wir da einfach mal loslegen, ein bisschen quatschen, ne? Freue mich. Vielleicht kommt Weltraumpirat dazu und die Elisa auch. Why not? Und ein bisschen hier Smalltalk machen. Und dann baue ich nebenbei mal ein bisschen und hoffe, ich werde ein bisschen kreativer nach dem ganzen, nach den ganzen Inselbesuchen. Also gut, dann würde ich sagen, gute Nacht. Schlaf gut. Macht's gut. Hey Marv. Und der Marv kommt dann auch dazu. Kommt's genau richtig, wenn ich mal jetzt den Schluss. Auf jeden Fall wünsche ich dir auch eine gute Nacht. Und hoffentlich bist du morgen auch am Start. Schlaf gut, bye bye. Kuss geht raus an euch alle.